Beziehungsweise am. Was war das? Sonntag um 12 Uhr wurde ja bei Cut Street der Spendenstand verdoppelt, quasi von jemandem. Und da nochmal einer draufgesetzt. Ist ja für, ging ja dann an Tierhilfsorganisationen die Summe. War schon eine coole Sache. Was sollen wir tun? Dein Vater vertraut mir. Und du musst mir auch vertrauen. Und genau tun, was ich sage. Ich bring dich nach Hause. Okay. Okay, Leon. Ist ein schöner Kontrast, die Outfits. Also Maggie, schönen guten Abend, wie geht's? Lass uns von hier verschwinden. Okay. Verehrst dann! Pasta. Ich hab keine Ahnung. Guck mal, Motorola Racer. Sigma Gamma Pi. Ein Motorola Racer. Ne, der Händler ist jetzt der Nervflötende. Ashley ist jetzt cool. Ah, das ist die Leuchtturm gekauft. Ah, cool. Gibt's da eine Mission im Leuchtturm? Ganz cool gewesen. Also das ist wirklich cool, wenn da jetzt noch mehr kommt. Arias Quest müssten wir also woanders suchen. Okay. Der Händler war doch der coole. Ja, aber hast du den Händler noch nicht gesehen? Doch, hast du den Händler auch gesehen, oder? Der Händler war sehr beleidigt. Also wirklich, der hat betroffen gemacht. Elefanti, schönen guten Morgen, wie geht's? Oh. Ah, okay. Was jetzt? Hier geht's nicht los. Ui. Ja, ich glaube, auf dem Discord stand auch sowas von einem Geisterschiff, oder? Nein! Weh, du springst jetzt raus. Nee, oder? Ist okay, ich fang dich. Ich wollte mir doch noch den Flur angucken. Hey, vertrau mir. Ja, ich Idiot. Bitte. Nein, da war ein Schatz. Wir müssen da wieder rein. Und ich Kronenhof fährt. Baby Eagle ist jetzt bei mir. Verstanden. Geht es dir gut? Positiv. Gute Arbeit, Kollege.
Commander One. Ich schicke dir ein Heli auf den Weg. Ich sende dir die Koordinaten für die Bergung. Geht dorthin und pass auf, dass Baby Eagle nichts passiert. Verstanden. Schnell. Das Wetter wird schlechter. Ende. Okay, wir sollen da ganz weit weg hin. Aber wir sollen wieder zum Dorf. Und hier hinten hatten wir ja alles gesammelt. Bis auf den Kram hier. Also gehen wir erstmal dahin. Aber wir müssen nochmal in die Kirche. Wie gesagt, das ist gefährlich. Bleib dicht bei mir. Okay. Boah, ich ja, aber ich frage mal für mich die Hölle, aber sonst. Bin ich völlig kaputt. Ich werde mich sowas von erkennen. Kommandos für Ashley. Kommandos für Ashley. Enge, lose Formation. Mit Control sie zwischen enger und loser Formation. In der engen Formation bleibt Ashley dicht bei Leon, was vor allen Dingen bei Dampf vorteilhaft sein kann, wenn Gegner vorbei, bla bla bla. Bonbons probiert? Ne, kam ich gleich. Ich bin froh gewesen, dass ich überhaupt irgendwie zur Pause kam heute. Es geht los, bleib hinter mir. Oh Gott, diese Leute sind doch nicht normal. Entschuldigung. Stehen bleiben. Au, au, au. Warte kurz. Es läuft alles wie geplant. Habt keine Sorge. Das soll so. Es hört einfach nicht auf. Ich höre doch mal auf zu zappeln. Anni, hä? Warum?
stecken einfach 8 Bolzen in dem Kerl. Alles nur, weil ich alle umbringen musste, um nochmal in die Kirche zu kommen. Hui. So, ich hatte auf einmal eine Michael Jackson Smooth Crime Criminal Ohrwurm. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Song ist. Darin singt er ja Annie, are you okay? Da habe ich mich doch glatt gefragt, ist Michael Jackson damals bei deiner Geburt durch einen Kreißsaal im Moonwalk und hat gesungen, are you okay? Wow! Nee, ich habe keine Ahnung, ey, ich weiß nicht mal, dass es diesen Song gibt. Die Frage ist an Franti gerichtet, okay. Ich weiß gar nichts. Aber das ist ja nichts Neues. So, und jetzt muss man extra nochmal hier hoch wegen dem Loot. Minenaufsätze. Ah, das ist für die... Oh, für die Bolzengedönsel. Das wäre natürlich jetzt praktisch gewesen eben. Oh. Brille. Willington. Und jedoch. Jetzt haben wir auch das Schätzchen. Und damit war diesmal nicht ihr gemeint. Ja. Eieiei. Vielleicht hat er mal so eine Puppe kaputt gemacht und deswegen hat er schlechtes Gewissen gehabt und diesen Song konstruiert. Ey, der hat einfach seinen Furz angezündet, als er gestorben ist, verdammter Freak. Wir haben auch richtig Angst vor Regen, wie es aussieht. Regen im Gesicht, mein Gesicht wird nass. Also ist Annie eine Gummipuppe. Genau. Okay. Mit abnehmbarem Gesicht. Vala Morghulis. Da ist was Neues reingekommen. Das könnte dich interessieren. Hallo, Händler. Willkommen. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Das ist aber noch kein Raketenwerfer, der für mich bezahlbar ist. Das ist, was ich derzeit habe. Boah, ein Kürbiskostüm. Das klingt super. Was hast du Neues bekommen? Gar nichts. Ich kaufe fast alles. Ich könnte dein Schmuckkästchen verkaufen. Es klingt richtig nach Puff Daddy.
Ja, manchmal. Das, okay, nice mit dem Geist. Nein, Annie ist keine Puppe. So mit grüner Zipfelmütze das Kürbiskostüm. Cool. Hätte auch gerne eins. Ja, der quatscht auch die ganze Zeit. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Haha, gute Instinkte, Fremder. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Wusstet ihr, dass das Gesicht der Gummipuppe, an der man Mund-zu-Mund-Beatmung lernt, eigentlich das Gesicht einer Leiche aus Frankreich ist? Geld, Partner. Ich glaube, ich konnte alles verdrücken, was ich mir verdrücken sollte. Ich brauche hier nichts. Er hat nichts, was mich irgendwie voranbringt. Stirb mir da draußen nicht weg. Haha. Es fing an bei Baguettes und ging über zu Eiffelturm. Also der Gedankengang war eben sehr wild, als es um das Gesicht einer Toten aus Frankreich ging. Jemand muss sich um den wilden Köter kümmern, der im Dorf sein Unwesen treibt. Er sieht nicht aus wie ein normaler Hund. Hier sieht kein Hund aus wie ein normaler. Boah, da müssen wir jetzt hier hin. Auch noch so Missionsumwege laufen, alles klar. Ey, das Dorf ist bestimmt auch wieder voll mit irgendwelchen Jungs und Mädels. Können wir eine Pause machen? Sorry, ist leider nicht drin. Verstehe. Können wir eine Pause machen? Willst du hier ein bisschen Schädel basteln oder was? Am Basteltag. Zu meinem eigenen Wohl. Welches Wohl? Eigentlich eher für das Gemeinwohl. Ebenso nett, eine schöne gute Nacht und einen angenehmen, entspannten Dienstag ab jetzt hoffentlich. Hannigan hatte recht mit dem Wetter. Ja, ist doof das Wetter, ne? What the fuck? Ich stehe jetzt mal voll ins Bild gelaufen. Fast entspannt. Monitoring der eigenen Fahrzeuge der kompletten letzten Woche muss ich noch ausfüllen. Dann erst
bist du richtig befreit. Dann klappt das morgen hoffentlich. Für die Befreiung des Nests. Für die Befreiung. Wer muss reib? Ich hätte mich heute sehr gerne Murk geschlachtet. Ich war kurz davor zu sagen, es tut so weh, ich gehe nach Hause. Tschüss. Auch wenn es nicht so weh getan hat, aber es wissen die anderen nicht. Die Arbeitssituation war einfach so. Ja, laden wir erstmal nach. Ja, ist okay. Dieser scheiß Bolzen-Ding ist super kacke. Geht's dir gut? Ja. Vor hier stand. Von vor hier. Jetzt. Ashley! Ashley! Look at me! TikTok-Filter! Hey. Ich bin zu müde zum Überleben anscheinend. Ja, hey, so viel geistiger Schmerz heute auf der Arbeit. Ungefähr so hat es wehgetan, als ich heute auf Arbeit ankam. Nach der ersten halben Stunde stand da über meinem Kopf, sie sind tot. Jetzt noch ein Hüngerchen. Ich mache mir mal ein bisschen Tomate-Mozzarellachen. Attacke. Ja, Hannigan hatte recht mit dem Wetter. Ich hätte mich Google benutzt. Und Wetterbericht. Automatische Zombie-Tür hier. Nicht schlecht, ne? Aus dem Weg! Zwischen Ashley kurz hier ins Gebäude reinwerfen. Komm. Komm. Rein da. Mach von drüben für mich auf, okay? Ich glaube, ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Kennt ihr diese
Ashley, look at me, diese Transition-Dings von TikTok. Ich glaube, das Original stand aus The Boys, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Okay. Ein eleganter Armreif. Alter, das ist einfach ein Kindersack und da ist einfach so ein Kühlband fürs Handgelenk drin. Eigentlich ja toll. Nee, aber sonst geht's gesundheitlich, glaube ich. Also gesundheitlich ja eh, aber schmerzmäßig wird besser. Eine Schwellung gehen zurück. Halt ganz normaler Heilprozess. Von genähten Wunden. Und wird langsam wieder. Sieht zwar alles ganz, ganz schlimm und schrecklich aus. Ich dokumentiere auch den Heilungsprozess. Und alle, die mir auf der Arbeit dumme Fragen stellen, wieso ich denn so lange krank war oder weg war, dann frage ich die, ob sie ein Foto davon sehen wollen. Weswegen? Ich will nur nach Hause. Es wollte bisher keiner sehen. Als ich angeteased habe, in welche Richtung es geht. Also dumm das Maul zerreißen, wird einfach direkt mit bestraft. Mit traumatischen Traumata. Nee, nicht die. Also die waren entspannt. Alle anderen. Da sind ja noch 50 andere Mitarbeiter bei mir auf dem Arbeitsplatz. Einer von mein Team habe ich ja gar nicht mitgezählt, mit denen ich so zusammenarbeite. Da wollte auch einer sehen. An 100 Lollis oder so. Da sind Lollis auf der Arbeit? Ich muss zugeben, ich habe nicht in einen einzigen Schrank reingeguckt, also. Ich habe meinen Laptop auch erst um 15 Uhr ausgepackt, kurz so 2 Stunden vor Feierabend. Bin auch froh, dass mir einfach so viel einfach egal ist. Alles, was mir auf der Arbeit nicht schlecht tangiert oder wo ich nichts für kann, das ist mir so egal. Okay, hier ist irgendwie ein Hundi und ein Schatz. Hier. Ja. Ah, okay. Ja, die lutschen nicht so gerne, die Jungs. Bis auf 2 Stück. Was ist das hier? Ey, bist Kraut. Das ist mal eine Arschlochpuppe. Guck mal, ein Foto von dem alten, sympathischen Herrn. Porträt eines Vaters. Bitte bewache an meiner Stelle das Dorf und mögst du Fotos stets mit deinem Lächeln zieren. Mine? Das lang ersehnte Eisenwerk, ja. Ja, aber bei meinem Team sind auch 2 im Urlaub, einer krank, einer wurde
gefeuert. Okay, aber der Gefeuerte hat es nicht anders verdient. Der hat es irgendwie geschafft, innerhalb von 30 Tagen, 20 Tage zu spät zu kommen, so. Aufzeichnung des Dorfes Band 2. Die Männer jubelten, als sie sahen, wie das Boot über den See schnellte. Dieses hervorragende Benzin wird uns den Fischfang deutlich erleichtern. Das Eisenwerk wurde erst vor einem Jahr erbaut und doch leistet es unserem Dorf bereits gute Dienste. Unsere Sicheln und Messer glänzen wie nie zuvor. Die zwei Fische, die uns der neuliche Händler beschert hat, fressen nahezu alles und entwickeln sich prächtig. Auch die Fischfarm im Sumpf hat exzellente Fortschritte gemacht. Tagsüber unterrichte ich die Kinder im Lesen und Schreiben und in der Mathematik. Jeden Abend esse ich mit meiner Familie, um mir ihre Klagen und das neueste Gerede anzuhören. Und all dies unter dem Dach eben dieses Heimes, das wir gemeinsam errichteten. Seit ich das Dorf der Außenwelt geöffnet habe, entwickeln wir uns gut und die Menschen sind glücklicher. Sie haben sogar begonnen zu lächeln. Eine seltsame Gruppe Männer in schwarzen Roben ist aus der Burg ins Dorf gekommen und hat eine geheimnisvolle Flagge mit einer Insignie drauf gehisst, die wohl eine Spinne darstellen soll. Nachdem sie etwas von Erlösung und Vergebung gepredigt hatten, haben sie uns etwas injiziert, von dem sie behaupten, es würde uns vom Wahnsinn heilen. Können wir ihnen vertrauen? Die Frage stellst du dir, nachdem sie euch etwas injiziert haben. Kanntest du den Gefeuerten? Ich denke nicht. Ja, blöde Kuh, duckt sie einfach. So, und wo ist jetzt der komische Hundi? Herstellen. Der Schatz jetzt doch da oben? Boah, die Eule ist ja crazy. Ja, der Schatz ist hier auf der Etage. Entfern dich. Zu mir. Okay. Wollte ich nicht auch irgendwie mich ducken? Ja. Aufzeichnung des Dorfes Band 1. Der Älteste hat mir heute das Dorf anvertraut. Er sagte mir, dass ich mich nach und nach mit meinen Aufgaben vertraut machen kann. Ich werde damit beginnen, ein Buch über das Dorf zu führen. Ich bin noch nicht so gut mit Worten. Aber der Älteste ermutigt mich. Ich werde mein Bestes geben. In der Hütte beim See wohnt ein Junge mit seinem Großvater. Seine Mutter starb offenbar bei seiner Geburt. Der Großvater redet nicht viel, aber der Bursche ist sehr aufgeweckt und lebhaft. Heute hat er mir wieder eine Geschichte von dem Ritter erzählt, der einen Esel reitet. Der Großvater des Jungen ist erkrankt und sein Zustand verschlechtert sich mit jedem Tag. Der Junge macht sich große Sorgen und es geht das Gerücht um im Dorf. Manche. Was? Im Dorf mache sich der Wahnsinn breit. Okay. Als ich gehen wollte, zog der Alte mich zur Seite und sagte, wenn etwas passiert, weißt du, was zu tun ist. Ich habe nur genickt. Es war eine furchtbare Nacht. Alle standen um die Hütte versammelt und sahen dabei zu, wie sie niederbrannte. Der Junge sagte kein Wort. Selbst als der Morgen anbrach, stand er noch regungslos da. Am nächsten Tag war er verschwunden. Komm zurück, Anni. Haben Sie gebastelt? Antike Kamera. Das haben wir schon mal gesehen, das Bild. Das ist der Großvater und der Junge. Foto eines Jungen mit seinem Großvater, Familie Navarro. Ist das nicht dieser kleine Knecht Navarro? Wo wir eben gerade auch die Puppe von zerschossen haben. Entfern dich. Bleib hinter mir. Ja. Ja. Ashley, look at me.
Kann man keine Songtexte merken, aber komische TikTok-Transition-Meme-Übergänge. Draußen dann? Ist das ein Draußenhund? Ich habe einen Hundelaut gehört. Da war ein Hundi. Er ist auf den Dorfplatz gelaufen, okay. Das Symbol hat sich mitbewegt. Let the dog out. Ist hier nur einer. Oh, hi. Ja, nee, ist klar. Böser Hund! Um ein Zitat auszusprechen, was einen sehr lange beim neuen Guardians-Film. Übrigens, Guardians aus der Galaxy 3, fantastisch. Gucken ist bei Disney Plus. Und zu Bier, auch ganz interessante Serie auf Disney Plus. Die sagen Ashleys Namen. Das ist ein böser Hund. Ey, der Film macht so viel richtig im Vergleich zu ganz vielen anderen, was die so abgeliefert haben. Gefühlt macht er alles richtig. Eieiei. Nicht aufstehen. Aufstehen, böse. Bist du ein böser? Was habe ich gestern angefangen zu gucken? Ich habe gestern irgendeinen Film angemacht. Ich wollte ja erst, wie hieß das? Das Fleischmassaker aus Texas? Nee, das. Oh Gott, wie hieß denn der? Was habe ich denn gestern angemacht? Schon 20 Stunden mehr, ich erinnere mich nicht dran. Ah, The First Purge habe ich angemacht. Oh Mann, das ist doch alles nicht wahr. Blutgierig in Texas hier.
die riecht in Texas. Das ist ah, schön übersetzter Titel. Okay, okay, schön auf Abstand halten hier, die Jungs. Das ist okay. Du brauchst ihn dann viel dringender, den Ventilator. Ventilatoren sind aktuell sehr wichtig. Das ist halt. Also du kommst ihn nachher wieder. Sorry. Geht aufs Haus. Ah, stirb, Kuhgesicht. Ich glaube, er kann noch ein bisschen philosophiert. Was für ein BAföG hast du beantragt? Willst du endlich Herbst haben? Nö, muss nicht sein. Weil im Herbst kann ich meine Führerschein... Ah, okay. Im Herbst kann ich meine Führerscheinprüfung nicht mehr machen. Das ist halt nice, dass die Förderung so gibt. Ja, ich habe für meine Schule keine Förderung bekommen. Ich habe mein Schulgeld schön selber bezahlen müssen. Eine antike Pfeife. Tröd, tröd. So, und wie kommen wir an das andere Ding? Okay, die Händlerleuchte hier ist neu, oder? Gute Arbeit verdient eine angemessene Entlohnung. Na dann, was kann ich für dich tun? Hat der Maul. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ah,
hervorragender Deal. So eine gelbe Regenjacke, wie auch bei Little Nightmares. Bring mich um, wenn du noch was zu erledigen hast. Hör bitte einfach auf zu reden. Solltest du dich besser... So, da müssen wir gucken, ob wir da hinkommen. Bevor du da lang gehst, du willst dich doch nicht den Rest deines Lebens fragen, was wir denn... Warum haben sie den Händler so viele Voice-Drains gegeben? Oh, ich bin letztes Mal einfach nicht hier lang gegangen. Flausch in der Kapuze. Eine Weinkanne. Ich will immer noch eine ich will so eine Weihnachtsmütze in Schwarzbüsch haben, aber ohne irgendeinen Aufdruck. Oftmals nur mit so hässlichen Aufdrucken. So eine richtig coole, plüschige, nice Weihnachtsmütze in Schwarz-Weiß. Am besten auch noch irgendwie so eine Jacke im selben Stil. Hallo! Juan González Rodríguez, El Salvador, Ecuador, Hummelhof, Garcia. Bei Amazon gibt's nur Kacke. Du. Hey, hör zu, wegen vorhin. Ja, lass hören. Hey, du hast die vermisste Senorita gefunden. Die Senorita hat einen Namen, okay, Ashley. Und Sie sind? Ich bin Luis. Encantado. Schön. Das wäre geklärt. Also, wer bist du? Und was machst du hier? Antworte ich gern, aber leider. Versteck dich, los! Wenn das so ist, hier, hilf mir! Ich kann dich schnell hier nicht rauskommen. Geh. Jetzt haben wir sie so mit so einem Zombie-Huhn eingesperrt oder so. Okay, spielen wir. Gegen uns zwei. Nicht zu vergessen, dass es eine Horde Monster ist. Fertig mit Aufwärmen? Vergiss das Fetching nicht. Ja, ja. Halt die Klappe. Dann kann's losgehen. Entspann dich, wenn ich sie reinlasse. Noch mehr? Aus dem Weg! Ich
Was ist denn hier oben? Sie haben eine Leiter. Der ganze Loot da noch. Ey, Ashley hat was Sinnvolles getan. Die hat einen Fluchtweg gesucht. Krass. Ashley. Was passiert mit mir? Ashley, ist das erste Mal, dass du Blut hustest? Sonst blute ich immer nur woanders. Der Husten, das Blut, wird verursacht von etwas namens Plager. Okay, ihr habt diese Leute gesehen. Du hast das Gleiche in dir wie sie. Das Gleiche, warum sie so wurden. Das, diese Symptome, die du da zeigst, sind erst der Anfang. Ich will nicht wie die werden. Du hast Glück. Naja, in diesem Stadium kann der Parasit, der Plager, er kann noch entfernt werden. Mit einem kleinen Eingriff. Man braucht nur etwas Know-how. Ach ja, und die richtigen Tools. Warte, du auch? Keine Sorge, denn ich habe einen Plan. Aber ihr müsst mir vertrauen. Gut, dann sind wir Partner. Hey, warum hilfst du? Wir haben keine Zeit für Fragen. Die Uhr tickt. Warum hilfst du uns? Weil ich mich dann besser fühle. Belassen wir es dabei. Ich melde mich später. Erstmal total Sinn, dass wir uns jetzt trennen.
Denn er will sein Loot nicht teilen. Verstehe ich. Ja. War alles vor Loot. Ich habe das Kapitelergebnis nicht angezeigt, oh Mann. Doch dieses Stuckmuster auf seiner Jacke cool. Hast du eine Kippe? Hab ich. Die, die du magst. Wo ist der Bernstein? Tut mir leid, den habe ich gerade nicht bei mir. Und du solltest mich wirklich für meine Arbeit loben. Konnte ihn gerade noch verstecken, bevor sie mich geschnappt haben. Sonst wäre ich längst tot. Unser Deal lautete: Wir holen dich hier raus, wenn du uns den Bernstein lieferst. Kein Bernstein, keine Eskorte, Luis. Du stehst aufs Kleingedruckte, was, Ada? Also gut. Ich hol ihn, was sagst du? Und es gibt noch was anderes, das ich holen muss. Hier. Schlechte Neuigkeiten, Condor. Bei diesem Wetter kann der Heli unmöglich landen. Könnt ihr warten, bis der Sturm sich legt? Ja. Negativ, zu gefährlich. Wir suchen uns so lange einen Unterschlupf. Tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Keine Sorge. Wir schwimmen heim, wenn's sein muss. Condor Ende. Bescheuertes Goodie bekommen, was es gibt. Was? Die Flasche, wo man sein Handy dran machen kann, ist voll gut fürs Fitnessstudio und so. Dass wir hier wegkommen. Ja, verstehe. Dass du halt immer was zu trinken dabei hast, aber auch dein Handy. Und dann kannst du es immer so nice hinstellen. Und bist immer beisammen. Klingt für mich nach einer guten Kombination. Vielleicht ist das ein geheimes Signal. Keine Ahnung. Vielleicht wirst du nicht mehr Elefanti sein, sondern Maxifanti. Der Brecher. Genau das will ich sagen. Ich hab da was, das könnte dir gefallen.